Willkommen zurück bei A New Era hier bei WWE 2K14. Es geht weiter hier im zweiten Monat, ist ja klar. Download Details in der Videobeschreibung und kennt das Ganze. Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira. Cena, fight me! Was? Das ist der Kampf von Cena an Big Show. Wir erinnern uns in der letzten Episode. Da gab es ja dieses coole Rap-Dings. Warte mal, oh my god, King, he needs help! Er braucht unbedingt Hilfe, sagt Michael Cole. Big Show's not moving, bewegt sich überhaupt nicht. Ja, diesen Rap-Diss von Cena gegenüber Big Show. Wir haben so eine kleine Fehde am Laufen. Wir erinnern uns, wo war das? No Way Out, ne? Hell in the Cell Match, Quatsch, Steel Cage Match. Cena dann Champion geworden, US Champion natürlich. Nur, Anführungsstrichen, man weiß es nicht. So, das nächste Match steht an. 3MB, wir müssen mit einem beliebigen Team 2 gewinnen. Mal sehen, welches das beliebige Team 2 sein wird. Wahrscheinlich ist das beliebige Team Nummer 1. Und wer sind denn unsere Sieger? Mal sehen. Es ist The Shield. Geil. Nice. Nice. Denn es ist 3-on-3, oder was? Wie läuft das hier? Disco, Disco. Okay, here we go. Wir spielen mit The Shield, wie sich das gehört. Mittlerweile auch HUD-Anzeige eingeschaltet. Wie es auch eigentlich sein sollte. So. Hopp! Drehen! Wunderschön abgelegt in den Suplex DDT. Müsste das sein, ne? So stand es, glaube ich, mal bei Wikipedia. Komm, tanken wir mal. Warum nicht? Seth Rollins! Was machst du? Schönes? Kommt er angelaufen? Nein, zusammen. Double Team Aktion. Okay. Sidewalk Slam mit Reverse DDT. Schön, wunderschöne Kombo, muss man sagen. Dann mal sehen, wie lange wir brauchen werden, um dieses 3-on-3 Tag Match oder Six-Man-Tag zu vollenden, weil die können ja gerne auch mal länger dauern. So, Drew McIntyre, der legale Mann im Ring, und da Roman Reigns so ein breites Kreuz hat, sehe ich kaum, ob wir dran sind oder nicht. So, Punch, Punch, Punch. Wir müssen nur gewinnen, egal wie, wurde mir gesagt. Habe ich gehört, habe ich gehört. Sagt wunderschöner Cutter. Cutter, sage ich euch. 1A-Cutter war das. So, dann einmal hier hinterher. Suplex, oder? Nein! Doch, doch, ne? Falcon Arrow, ne? Müsste das gewesen sein. Falcon Arrow. Nein, 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 nein. Gibt es nicht, gibt es nicht, gibt es nicht. Gibt es nicht. Hinterher, auf den Arm gehen. Warum auch nicht? Und gleich ein Finisher. Oder einen Finisher parat. Kann man ja mal eine Avada Kedavra zuvor einsetzen. Aber erstmal taggen wir zu Dean Ambrose wieder. Tja, Roman Reigns. Du läufst bis zum Ende. Ist ja fast hier im aktuellen WWE-Programm. Der ist ja auch immer derjenige für den Hot Tag, der dann alles aufräumen darf. Ne? Wir erinnern uns. So, probieren wir gleich nochmal hier. Ich möchte gerne taggen. Mit Steffi. Diese Story hat natürlich rein gar nichts mit der Game of Host Storyline zu tun. Wir erinnern uns. Ach ja. Schön. So, hopp, hopp, hopp. Na, na, na. Gibt es nicht. Du kommst jetzt wieder in meine Ecke. Na! Oh, da haben welche was dagegen. Wie es aussieht. Du sollst in meine Ecke? Ach ne, immer zu viel gedrückt. Muss ich jetzt wohl mit dem Signature Move leben. Ich armer Kerl. So. Drehen, 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 drehen. Hat nicht geklappt. Ja, ihr könnt reinkommen, wenn ihr wollt, aber wird ja noch nichts bringen, oder was? Mit Drew McIntyre hat ein bisschen angeschlagen. Wo? Was geht ab hier? Drew McIntyre immer noch der legale Mann im Ring. Jetzt tagt er auch noch. Ja, jawohl, lass dich aussehen. Ah, oh, Mist. Richtig mistig. Ist schon fast Miss T. Und Arena-Leiterin, ne? Ich gemeine Witze. Klasse. So. Aber er ist. Verdammt nochmal. Rot. Komm, probieren wir mal. Mit dem Knee-Trembler. Thanks, guys. Thank you, guys, dass ihr mal aushelft. Und nur noch. It's cover. Oh, das kann gut gehen. Leute. Na, ah, fuck. Reicht nicht. Doch. Seth Rollins. Heath Slater schafft es nicht, ordentlich einzugreifen. Haut einfach mal den Elbow Drop daneben, wie es sich für einen Heath Slater gehört, ne? Okay.
Also haben wir mit The Shield einen Sieger. Hier ging das doch schneller als gedacht. Haben wir innerhalb der ersten 5 Minuten das Ganze geknackt. Cool. 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 Komm. Zeig mir, was du drauf hast. Show me what you got. Dude. It's Triple H. The boss is here. Triple H kommt? Let's find out why. Cool. Warum ist er nur hier? It's all about the game. And now you play it. It's all about the game. I came out here to announce the 6 participants for the Raw Money in the Bank match, ja? Money in the Bank stellt sich an. Daniel Bryan, Chris Jericho, Kofi Kingston, The Miz, Rey Mysterio, Wade Barrett. In 4 weeks at the Money in the Bank pay-per-view, they will put their bodies on the line. For the precious briefcase that hangs above. I came here for one more thing. The Big Show was run over by Cena in his car. There's footage of it. Cena, how dare you? Wie kannst du es nur wagen, dass du hier Big Show umfährst? How dare you injure one of my superstars like that? Next week, you'll be in a 3-on-1 handicap match against The Shield. Hoffentlich müssen wir dann nicht spielen, ey. Oh my god! The ladder match participants are so evenly matched. This time I won't take Cena's side. What he did was practically a crime. Yeah. I hope you enjoyed the show. Vielen Dank. Vielen Dank für deine weisen Worte, Triple H. Du hilfst uns wirklich weiter, oder? Man weiß es nicht. Superstar Goldberg, wir erinnern uns, der ist ja zurückgekehrt bei No Way Out am Ende des ersten Monats von der New Era. Und der darf jetzt gegen Wade Barrett antreten. Denjenigen, der gegen Ryback angetreten ist bei No Way Out für die WWE Championship. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Goldberg. Und so weiter. Falls ihr die Storyline ordentlich verfolgt habt, dann wisst ihr, was abging. Okay, here we go! Spear! Ja. Hab ich jetzt gewonnen? Man weiß es nicht. The Side Headlock. Schön einmal ausgekontert. Machen wir ja, uns einfach mal ein Faceplant. Take this, Wade Barrett. Bad News. Sein Vorname ist Bad News, okay? Schon überlegen, wenn deutscher Vorname schlechte Neuigkeiten wäre. Wäre. Mein Name ist schlechte Neuigkeiten, Franz. Nachname Franz. Ja. Und wie man das auf Formularen ausdrücken müsste. Franz, schlechte Neuigkeiten. Auch schön. Sehr schön. Ich mache mir auch über Mist Gedanken, ne? Glaubt man gar nicht. Taunt. Taunt. Einen guten Wade Barrett verspotten. Nein. Einfach mal ausgewichen, wenn man so will. Warum gehst du nicht mehr aufs Top Rope? Setz dich einfach mal dahin. Chill mal eine Runde. Komm. Zack. Uppercut. Und hinterher ein Superplex. Nein. Frankensteiner. Nein. Double Underhook. Suplex. Das wird's. Okay. Gleich nochmal taunten. Auf hier. Und zeigen wir nicht mal einen Strong Strike. Sollte nicht so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieder hertreten. So, Signature Move. Haben wir gleich erledigt, oder was? Sieht aus, sieht schon. Denn er ist orange am Kopf. Aber er kommt an unseren. Wäre wahrscheinlich ein Neckbreaker geworden, ne? Probieren wir gleich nochmal. Neckbreaker! Boom! So. Es ist Zeit, wa? Spear Time! Spear Time! Spears sind aber auch cool, wenn sie richtig ausgeführt werden. Wie zum Beispiel von Goldberg. Hatte die Befürchtung, dass der Spear gekontert wird. Bye bye, Wade Barrett. Jetzt werde ich aber wütend. Jetzt werde ich aber wütend hier. So, hier. Kriegst du meine Aggression mal zu spüren. Hahaha. Abgefangen, dein Kick. In den One-Hander. One-Hander 380. 380 vor allen Dingen. 360. 180, wollte ich sagen. Hab eine Mischung aus dem Ganzen gemacht. Aus einer halben und einer ganzen Drehung macht man 380 draus. Ist doch klar. Das geht nur bei Franz Hott. Warum machen wir nicht eine Submission?
den Barak. Take this way, Barrett! Take this! Kill, go back, kill! Ach ne, klappt nur bei Scansee. Oder bei einsilbigen Leuten. Die, wait, die! So, Signature Move. Und auf ihn am Start. Ja komm, machen wir mit dem Jackhammer zu Ende. Bringt ja nichts anderes. Das haben wir als zweiten. Nein, Quatsch. Als anderen Signature Move. Okay, ohne Richtungstaste. I see. Ich verstehe schon. Okay. Military Press. Ach, hier in den Spinebuster. Ist aber. Ist aber. Er ist super cool, dieser Move. Der Move ist einfach so cool. So, komm her hier. Umdrehen. Umdrehen. Und nochmal umdrehen. Ach ne, hat er sich alleine umgedreht diesmal. Jack, Hammer Time! Hin! Zack! It's over, Wade Barrett! It's over! 2, 3. Und gerade so haben wir es geschafft. Like to burn. So ein Match schaffen wir noch in dieser Episode. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, ne? Bei einer weiteren Ausgabe von A New Era. Kennt das Ganze ja mittlerweile. Falls ihr nicht wisst, wann welche Episode kommt, einfach an den Kanalbanner von mir vorbeischauen auf YouTube. Look, schau nur, was. Oh nein, warte mal, Ryback? Oder bei Facebook. Ryback, from behind. Kommt da von hinten an. Der Duschbag, der Saftsack. Und Ross vorbei. Und Smackdown geht los. Ja, entweder bei Facebook auf meinem Profil gucken oder bei YouTube. Natürlich könnt ihr mich sonst auch auf Twitter finden oder bei Google Plus. Aber die meisten Infos gibt es, wenn dann, auf Facebook. Bei Facebook laufen auch die Voting und so weiter. Muss ich gucken, dass ich hier keine Sprechblase hier verpasse. Nö, passiert nichts. Wie es aussieht. Oh, okay. Oh, okay. Hey, hey. At home. Ja, welche Entrance kommt jetzt? Von Randy Orton. Ist ein bisschen doof, das im Story-Editor. Weil man, der Apex Predator kicking off Friday Night Smackdown. Ist aber ganz schön dünn, wa? Ah, weil er schwarze Schilder hat. Was ist denn jetzt mit dem World Heavyweight Title Match? Ach ne, falsche Story, ne? This past Sunday, Orton went to war with the Undertaker for the World Title. Entschuldigung. Das war ja andere Storyline. So, eventuell habt ihr es noch gar nicht gesehen, vielleicht kommt es auch nächste Woche erst. After a hard-fought battle, the Deadman came out on top. Ja. Taker hatte ein Match, ne, mit Randy Orton. World Heavyweight Championship, wir erinnern uns. No Way Out. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Champion war. Ich meine, Taker hat retained, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Schon eine Weile her. This past Sunday at No Way Out, I was in a brutal war against The Undertaker. Still, I lost. I feel like I have let you all down. I feel incomplete, insecure. Hast du vielleicht deine Zeilen vergessen? Der Text. So I'm asking you for another title shot at The Undertaker's World Heavyweight Title. I was this close to winning it, and I am sure that I can be the so-called Phenom. I'm going to do it for all of you, and I'm going to do it for all of you all too. Not just myself. I'll wait for the Undertaker's response. Until then, goodbye. Na 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 na. Na na na. Aber auch eine andere Story, ne? Erzählt ihr erst nächste Woche, ich glaube ich. Weil ich habe 30 Minuten Part aufgenommen und hab mir dann in den Part dann überlegt, machst du doch einfach 15 Minuten Parts raus. Aber die zweite Hälfte kommt jetzt in der nächsten Woche. So, The Shield! Gehen ab! Kriegen wir jetzt wieder ein Match serviert? Ich wollte jetzt noch ein Match machen, ne? Aber ist ja gleich vorbei hier alles. Oder, ja. Naja, komm. Das Match haben wir noch. Eben. Ich hoffe mich nicht schon wieder ein 3-on-3 Match. Six-Man-Tag. Wäre ein bisschen affig, das jetzt normal zu bringen. Ah ja, 2-on-2. 2-on-2. Dann haben wir das eben zu Ende. Und dann haben wir das auch für die Episode fertig. Let's alone. I'll be right behind you, Josephine. So, zack. So, jetzt mit dem Roman. You can't quite comprehend.
So. Zack. 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 Und. Hopp. Jawollo. Gut. Ja, komm her. Oh. Jeff Rollins bietet uns schon Hilfe an. Das ist sehr nett. Das finde ich sehr kooperativ. Kooperativ. Schwere Wörter, die ich hier immer euch erzähle, ne? Fremdwörterstunde mit Franz. Ah, cooles neues Format. Ich müsste mir langsam mal ein neues Format auch überlegen, was anstatt Challenge kommt. Ich weiß, es kommt gut an, aber es kommen keine guten Vorschläge mehr rein. Beziehungsweise immer weniger, muss ich sagen. Ja, müssen wir mal überlegen, ob ich dann einfach Story dafür mache oder History oder irgendein anderes Format oder einfach gar nichts mehr mache. Na, eigentlich wollte ich schon zwei Videos täglich zeigen. So, Superman Punch, nein, ist ja Clothesline. Superman Punch ist ja gar nicht im Spiel. So. Und zack. Das war nichts. Das war nichts. Oder er schafft es leider nicht einzugreifen. Oh! Hätte gereicht. Eventuell. Also, nee, hätte geklappt, hätten wir ihn genug angeschlagen. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch Ideen habt für Formate in WWE 2K14. Ob man zweimal die Woche rausbringen könnte. Nein, den falschen anvisiert! Anstatt Challenge. Oder Challenge könnte man auf einmal die Woche beschränken. Oder irgendwie sowas. Muss man halt sehen, bis wie lange gute Challenges kommen. Oder ich muss nach alten Challenges suchen. Das wäre ja auch ein bisschen assig, ne? Weil die meisten Challenges sind immer bloß verkackte Handicap-Matches. Ich hab schon mal gesagt, ich verliere Handicap-Matches auch ohne Bedingung schon. Aber das sollte ich eventuell in der Challenge-Ausgabe erzählen und nicht hier. Warum schicken wir nicht mal... Nein, du checkst jetzt... Nicht! Warum ist die Nummer überhaupt auf der Seite? Egal, er ist auch angeschlagen. Zack. So, schöner Power Slam. Oh, wer da denn? Knapp hier. PS3 spinnt. Okay. Und taggen. Ich möchte mal diesen coolen. Warum ist denn. Dings hier bei uns? Auf, hier, warum ist denn. Jinder Mahal hier auf unserer Seite? Signature Move. Achso, war da Kadavra. Und was war der andere? Buckelbomb, ne? Avada Kedavra! Die, Motherfucker, die! Shiri wird abgelenkt. Meinetwegen, ich bleib hier liegen. Ich bleib hier liegen. Denn lenke ich ihn oder pinne ich ihn so oft, bis Dings rausgeschickt wird. Na, probieren wir nochmal. Schade. So, nochmal Strong Grapple. Ja, kontert er. Mist! Richtig mistig. Um nicht zu sagen... Ach nee, den Witz habe ich schon gebracht. Ha, Mann. Cover. Weiters? Ah. Vielleicht hätte es gebracht. Ich wollte noch den Springboard Knee Strike zeigen. Wie hat er da als Springboard Attacke oder hat er den als... Triple Move? Bin mir nicht sicher. Oh, aber hoch darfst du, ne? Sollte ja kein Problem darstellen. Tower of London oder so ähnlich. Können wir so mal probieren. Was soll denn das jetzt hier? God damn it, you guys! Muss ich jetzt schnell machen hier. Jinder Mahal ist abgelenkt. So, direkt ins Cover. 1, 2, 3, vorbei. Geht doch. So. Ging doch einfacher als gedacht. Hat's noch ein bisschen gedauert? Wayne, sage ich euch. Wayne. Rise again. So, Leute. Das war's. Erstmal für die heutige oder die dieswöchige in New Era Ausgabe. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder bei einer neuen Folge von WWE 2K40 New Era. Daumen hoch für cool. Euer Franz. Euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.